Wofür steht das Europäische Parlament eigentlich? Wie viele Gesetze werden hier verabschiedet und wie beeinflussen diese unser tägliches Leben? Obwohl der Vertrag von Lissabon, der 2009 in Kraft getreten ist, die EU transparenter und bürgernäher gestaltete, erscheint sie oft abgekapselt. Und gibt es Probleme, werden nicht selten die in Brüssel dafür verantwortlich gemacht. Doch wie sieht die Realität aus und welches sind die Mythen, die sich um die EU ranken? Welche Rechte haben EU-Bürgerinnen und Bürger und wie können wir in der Politik mitmischen? Der Europaabgeordnete Karl-Heinz Florenz weiß Antworten und erklärt die Zusammenhänge in seiner Reihe Europa mit Florenz.